06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Malik, herzlich willkommen in Münster. Du hast dich heute Abend nochmal auf wunderbare Art und Weise neu vorgestellt. 2 Tore, nachdem du reingekommen bist. Ich glaube, auch für dich dann ein perfekter Abend. Ja, auf jeden Fall. Also, dass ich jetzt reinkomme und dann direkt Doppelpack mache, hat keiner vorher gesehen. Aber ist auch schön, dass wir als Mannschaft gewonnen haben und das ist ja das Einzige, was zählt. Die Mannschaft hatte viele Chancen schon, auch bevor du im Spiel warst. Dann bist du reingekommen und haust ihn einfach rein. Warst du dieser Moment, den sie dann brauchte? Einmal nicht nachdenken? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich habe den Ball angenommen oder gut bearbeitet mit dem Gegenspieler am Rücken. Und da habe ich dann einfach nicht lange überlegt, einfach abgefackelt. Und dann brauchst du halt gewisses Glück und den hatte ich heute Abend. Und ja, dann. Du durftest 2-mal die Kurve abdrehen. Wie geil waren diese Momente? Schön, also man muss sagen, also da bin ich auch glücklich darüber, dass ich hier gekommen bin, weil die Fans einfach unglaublich sind. Die unterstützen einen, auch nach der Niederlage gegen Bielefeld. Und das wollten wir einfach auch zurückgeben. Auch. Und das haben wir jetzt auch heute geschafft. Und die Aufgabe auf dem Zaun hast du auch souverän gelöst. Auf jeden Fall, ich habe keine Stimme mehr. Nico, heute reingerutscht, dann ein überragendes Flutlichtspiel im Preußenstadion, über 90 Minuten auf dem Platz erleben dürfen und wahrscheinlich jetzt einfach überglücklich über die ersten 3 Punkte, oder? Überglücklich, besser kann man es nicht sagen. Ja, wir haben sofort von Anfang an haben wir irgendwie Fußball gespielt, haben dominiert, gefühlt das ganze Spiel lang und auch verdient gewonnen am Ende. Wie schwer war es für den Kopf zwischendurch zu merken, ey, wir haben hier die besseren Chancen und trotzdem liegt man mal wieder 0-1 hinten. Wie seid ihr damit umgegangen? Also tatsächlich, mein Gefühl war auch, selbst nach dem Elfmeter habe ich gedacht, okay, wir gewinnen es trotzdem irgendwie. Also immer dran geglaubt und immer positiv gedacht. Deswegen war es überhaupt nicht schwer für den Kopf. Man muss einfach nur weiterspielen, seinen Stiefel runterspielen. Und da haben wir gemerkt, im Endeffekt, so die schweren haben wir gemacht, die leichten haben wir liegen lassen. Hauptsache 3-1 gewonnen. Und manchmal braucht es dann vielleicht die schweren, um einfach mal diesen Knoten platzen zu lassen? So sieht's aus, manchmal ist das so. Jetzt kann man sich Sonntag auf ein geiles Duell in Essen freuen. Genau, jetzt erstmal regenerieren, dann gut vorbereiten. Und dann schönes Derby in Essen. Rico, die ersten 3 Punkte sind eingesackt. Es war mit viel Nervenkitzel verbunden. Wahrscheinlich war es auf dem Platz genauso für euch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns in der Halbzeit alle angeschaut und dachten, es kann nicht sein, dass wir wieder in Rückstand geraten sind durch so einen blöden Eckball. Hatten Riesenchancen meiner Meinung nach. Wissen wir auch selber, die Jungs, die machen sich auch selbst die größten Vorwürfe, brauchen sie nicht, weil wir haben gesagt, wir stehen zusammen als Team und irgendeiner wird reinfallen, wenn wir so weiterspielen. Und dann, was der Malik da aus dem Schuh rausholt, das war natürlich dann überragend. Und dann war es für dich auch mal ein schöner Moment, einfach mal das Preußenstadion kennenzulernen. Ja, absolut. Also Gänsehaut pur, kann ich nur dazu sagen. Beim 1-1, beim 2-1 nach dem Spiel, unglaublich echt. Wie schwer war es trotzdem, du hast es angesprochen, zwischendurch für den Kopf. Man macht wieder ein geiles Spiel, man hat gute Chancen und trotzdem liegt man 0-1 hinten. Ja, war schon so ein bisschen wie ein Déjà-vu, wie jetzt vor 3 Tagen in Bielefeld. Da haben wir auch ganz ordentlich gespielt, auch Riesenchancen, gehen wieder in Rückstand, aber wir haben uns wirklich in der Halbzeit gesagt, heute nicht wieder und irgendwie muss ein Ball rein und ist dann zum Glück geklappt, hat zum Glück geklappt. Trainer Nerven wahrscheinlich wieder bis zum Ende strapaziert, heute aber mit dem absolut richtigen Ende. Wie sehr bist auch du an der Seitenlinie explodiert? Ich bin extrem explodiert, weil wir so ein richtig gutes Spiel gemacht haben, auch in der ersten Hälfte schon. Wir haben einen tollen spielerischen Ansatz gewählt, genau unser Plan umgesetzt, tolle Chancen herausgespielt, Riesenbretter gehabt, kriegen mit einem Eckball das 1-0 und dann das Spiel völlig auf dem Kopf. Und dann gehst du mit 0-1 in die Pause. Was sage ich zu den Jungs? Meine, anscheinend sind wir irgendwie Sadomaso, wir brauchen das irgendwie so extrem. Und dann verschießen wir noch einen Elfer und dann denke ich, ach herrje. Und dann aber nochmal so zurückzukommen, die Mannschaft so eine Moral zu zeigen, hat nicht nachgelassen. Und wir haben bis zum Schluss Fußball gespielt. Ich kann nur ein Riesenkompliment an meine Truppe machen. Nach dem 4-0 in Bielefeld war das heute eine richtig gute Antwort. Und ja, unsere Fans haben uns heute auch getragen. Das war eine überragende Stimmung. Und ey, alle zusammen für Preußen Münster hat heute wieder gelebt. Du sagst, es war eine Lautstärke, die ich schon lange gefühlt so nicht mehr wahrgenommen habe. War es bei dir an der Seitenlinie genauso? Ja, absolut. Bei dem 1-1 sind wir tatsächlich fast die Ohren zugefahren, wie der das Ding da ins Knick haut. Also, und dann die 2-1 und 3-1, das war natürlich wirklich vom Spielverlauf her richtig gut. Trotzdem hat es sehr viele Nerven gekostet heute und ich bin auch froh, dass wir jetzt am Sonntag spielen, dass wir ein bisschen Pause haben, weil die 2 Tage jetzt dazwischen war schon knapp, die Jungs sind total im Arsch. Und jetzt können wir uns regenerieren ein bisschen und dann fahren wir mal am Sonntag nach Essen. Beim 2-1 hat sich auch nochmal richtig vom Sattel gerissen, da bist du auch nochmal in die 50 Meter in 3 Sekunden in die Kurve. Ja, 3 Sekunden. Ich glaube, ich habe mir leicht irgendwas da weggeholt, aber ist egal. Ich konnte es nicht anders, es ging nicht anders. Du hast die Mannschaft umgestellt. Nico Kulus rutscht hinten rein, Ubi Japfer auf der rechten Seite. Beide machen ihr erstes Drittligaspiel und man muss es heute sagen, haben auch einfach echt gezeigt, dass sie es können.
die ganze Mannschaft hat heute wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt. Ich freue mich für die beiden, dass sie es gezeigt haben. Ich freue mich auch für unser Mittelfeld mit Yassin Boutchama auch von Anfang an heute, mit Beppo und mit Preise, die in der Zentrale auch ein überragendes Spiel gezeigt haben. Also da will ich jetzt keinen explizit rausheben, weil alle wirklich gut waren und macht es auch Spaß.